Bei einer Großfamilie wie den Wolnys ist klar, dass nicht immer alles rund läuft. Mit diesen schockierenden Enthüllungen haben wir jedoch nicht gerechnet. Vor allem Silvia Wolnys Teilnahme an Promi Big Brother 2018 brachte einige Familiengeheimnisse ans Licht. So gab die Elffachmama preis, dass ihre jüngste Tochter Loredana im Internet und in der Schule heftig gemobbt wurde. Sie wurde nicht nur beschimpft, es ging sogar noch weiter. Weißt du, was wir für ein Jahr hinter uns haben? Das Kind ist zu einem Platz eingeladen worden, an dem es sich umbringen sollte, erzählte Silvia. Glücklicherweise haben die Hänseleien aufgehört, nachdem Silvia die Polizei eingeschaltet hatte. Das Wolny-Oberhaupt hat mit 11 Kindern alle Hände voll zu tun. Wie sie im Gespräch mit Catherine Schulze und Alfonso Williams bei Promi Big Brother verriet, sollte sie aber eigentlich noch 3 Kinder mehr haben. Ich hatte nochmal Zwillinge, aber die wurden im 7. Monat bösartig entfernt. Ein kleiner Tritt in den Bauch gibt dir alles. Ich bin halb verblutet im Badezimmer und deine anderen Kinder sehen das, schilderte die Familienmutter die Situation. Auch Tochter Sarah Jane sollte eigentlich eine Zwillingsschwester haben, die jedoch mit nur 3 Monaten verstorben ist. Dass Silvia Wolny bisher kein einfaches Leben hatte, das beweist auch die nächste Geschichte aus ihrer Vergangenheit. Das Familienoberhaupt offenbarte im Promi-Container nämlich, dass es keinen Kontakt mehr zu seinen Geschwistern hat und nicht weiß, wer sein Vater ist. Und auch am Totenbett von meiner Mutter, wo sie mir im Endeffekt in letzter Minute sagt, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Ich kriege einfach ein Bild hingelegt. Hier ist ein Amerikaner, den wirst du sowieso nicht finden. Die Geschwister wussten es alle. Da weißt du auf einmal, warum du für alles bestraft worden bist, warum du Prügel bekommen hast, so Silvia. Auch in der familieneigenen Doku-Serie Die Wolnys, eine schrecklich große Familie, waren die Fans hautnah bei einigen schicksalhaften Momenten dabei. Zum einen erlitt Silvias Lebensgefährte Harald gleich 2 Herzinfarkte. Die Familie musste daraufhin um ihren geliebten Ziehvater bangen. Zum Glück erholte er sich wieder. Auch der Start von Sarafina Wolnys Zwillingen ins Leben war kein leichter. Nachdem sie jahrelang versuchte, vergeblich schwanger zu werden, klappte es endlich und Emery und Casey wurden 2021 geboren. Die beiden mussten jedoch per Notkaiserschnitt geholt werden und für Wochen im Krankenhaus bleiben. Diese Geschichte ging ebenfalls gut aus. Den Jungs geht es mittlerweile prächtig. Bei solchen Erlebnissen versteht man, wieso die Wolnys so eng zusammenhalten.